Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Subnautica Tutorial. In diesem Video zeige ich euch die ganze Hauptsicherungseinrichtung, aber ohne den Weg dorthin. Die Hauptsicherungseinrichtung, die Primary Containment Facility. Da vorne ist sie auch schon. I am what you see. Want to help you. Und dann bekommen wir hier noch diese Nachricht vom Seeimperator und kommen dann hier an und schnappen uns als erstes mal dieses Kyanit und gehen dann hier auch rein. Das ist dann hier abgedichtet und stehen auch gleich schon vor einem Kraftfeld, das wir aber mit der ersten blauen Tafel deaktivieren können. Und dann kommen wir hier rein. Wir können alles mit dem Krebs machen. Das ist genug groß und wir sind schneller. Dann diese Rampe hoch hier. Das macht einen riesen Krach. Translating local alien broadcast. Warning, vaccine development program terminated. Emperor egg hatching project terminated. Live specimens terminated. Evacuate immediately. Dann haben wir hier so einen Ionenwürfel, der sich immer wieder regeneriert. Also hier können wir gut Ionenwürfel farmen. Bei jedem Mal bekommen wir 3 Ionenwürfel. Dann dieser ganze Raum hier ist eigentlich eine Teleporterkreuzung. Wir haben hier 6 Räume und in 4 davon sind Teleporter. Ich zeige euch gleich, wo die alle hinführen. Und zwar beginnen wir hinten rechts, wenn wir aus der Richtung gucken, aus der wir gekommen sind. So, der Ionenwürfel regeneriert sich hier. Aber bevor wir die Teleporter anschauen, scannen wir hier noch diese Relikte. Biomaterie Particulator, Sensorimplantat. Okay, und dann auf der anderen Seite hat es auch noch Sachen zum Scannen, rudimentäre Tafel. Also dann gehen wir in den Krebs und beginnen. Dort ist noch das Kraftfeld. Das machen wir dann, wenn wir alle Teleporter gemacht haben. Beginnen wir hier hinten rechts mit dem Teleporter 1, der uns zum Crackfield und zu der Crash Zone irgendwo dahin bringt. Wir müssen jeden Teleporter mit einem Ionenwürfel aktivieren. Also wir brauchen hier oben insgesamt 4 Ionenwürfel und dann im unteren Teil brauchen wir auch noch 1 oder sogar 2 Ionenwürfel. Also wir sollten mindestens 6 Ionenwürfel dabei haben. Dann kommen wir hier raus, sind fast auf 300 Metern Tiefe. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr hier auch noch eine Zutat findet für das Enzym. Ich wüsste jetzt nicht was. Müsste man ein bisschen rumschwimmen. Aber ich habe die meisten Zutaten sowieso schon gefunden. Deshalb weiß ich nicht. Vielleicht hier eventuell irgendwie diese Pilze könnten hilfreich sein. So, das war der Teleporter 1 und wir springen zurück zur Hauptsicherungseinrichtung. Sind wieder in unserem Krebsanzug und gehen jetzt zum nächsten Raum. Im Raum 2 ist das biologische Archiv mit ganz vielen Eiproben und Exemplen. This room appears to be a biological archive storing more than 40 indigenous egg specimens in different states of development.
Scannen können wir hier nicht viel, aber es gibt noch ein PDA zum Runterladen. Integrating new PDA data. Dann gehen wir hier wieder raus und zum dritten Raum, also zum zweiten Teleporter. Und der bringt uns zum Lost River. Also falls ihr da eine Basis habt oder dorthin müsst, könnt ihr euch auch zum Lost River hier mit dem zweiten Teleporter. Wir gehen im Gegenuhrzeigersinn rum, brauchen hier wieder einen Mondwürfel und wir kommen dann da so in eine Höhle, die sich hinter einem Wasserfall befindet, beziehungsweise hinter einem Schwefelfall. Und ihr seht auch, wir sind ein bisschen über 600 Meter. Das passt mit dem Lost River. Eigentlich noch ein bisschen tiefer die Kreuzung. Dann sind wir wieder in der Hauptsicherungseinrichtung, schnappen uns den Krebs und gehen auf die andere Seite rüber und kommen dann in den vierten Raum. Zum dritten Teleporter hier in der Mitte, das Kraftfeld lassen wir noch sein, das machen wir dann am Schluss, wenn wir alle Räume hier gemacht haben. Schnappen uns allerdings nochmal eine Ladung Ionenwürfel, nochmal drei Stück. Und gehen zum Teleporter 3, der uns zum Pilzwald, zum Mushroom Forest bringt. Das ist das dunkelblaue hier. Für mich der schnellste Weg zurück zu meiner Hauptbasis. Das sind dann nur noch 800 Metern. Also wenn ihr hier Ionenwürfel farmen kommen wollt, dann könnt ihr hier immer easy zurückspringen. Ich mache hier alle Erkundschaften ohne den Krebs, aber man kann das auch easy ohne Probleme mit dem Krebs da machen. Die Gänge und so sind genug groß. Hier nochmal, der Mushroom Forest befindet sich dort beim Dunkelblauen. Und gehen dann auch gleich wieder zurück in die Hauptsicherungseinrichtung, in unseren Krebs und dann einen Raum weiter zum Raum Nummer 5. Und dort befindet sich die Zuflussleitung. Auch in diesem fünften Raum hier eins weiter. Eigentlich nicht so spannend, die Zuflussleitung. Vielleicht noch ein PDA zum Downloaden. Ja, sehen wir schon. Und ein paar Sachen zum Scannen. Oder auch nicht. Und dann holen wir uns hier noch das PDA. Integrating new PDA data. Gehen noch kurz hier runter, schauen, ob da noch was ist, aber hier habe ich nichts gefunden zum Scannen. Und gehe dann auch gleich wieder hoch. Okay, und dann gehen wir hier raus aus diesem Zuflussleitungsraum zum sechsten Raum mit dem vierten Teleporter, der uns zur Kush-Zone bringt. Die ist hier oben, das Violette. Und dort können wir Lampenbusch-Proben, heißen die, glaube ich, finden und die brauchen wir dann auch für die Enzymherstellung. Hier wieder ein Ionenwürfel, der vierte, den wir jetzt gebraucht haben. In der
Kush Zone, wenn wir da rausgehen, die ist ein bisschen weiter als der Mushroom Forest. Auf circa 300 Metern. Wenn wir hier rauskommen, seht ihr, hier hat es dieses Gewächs. Und da könnt ihr mit dem Messer abschneiden. Und dann habt ihr auch diese Zutat für die Enzymherstellung. Also, dann gehen wir wieder zurück. Und dann waren das jetzt all die 6 Räume mit den 4 Teleportern. Also nochmal, Teleporter 1 bringt uns zum Crack Field, zur Crash Zone unten rechts. Dann Teleporter 2 bringt uns zum Lost River. Teleporter 3 bringt uns zum Mushroom Forest. Und Teleporter 4 bringt uns zur Kush Zone. Integrating new PDA data. Hier oben haben wir auch noch ein PDA gefunden und hier gibt es noch was zum Scannen. Das machen wir jetzt noch oder haben wir jetzt noch gemacht, bevor wir dann weiter durch das nächste Kraftfeld gehen. Hier oben ist sonst nichts mehr. Ah, doch hier. Noch eine konservierte Eierschale vom Seeimperator. Ja, den werden wir jetzt dann gleich kennenlernen. Vital signs stabilizing. So. Also wir verlassen diesen Raum hier oben wieder, gehen zum Krebs und jetzt ist es an der Zeit weiterzugehen aus diesem Verteilerraum weiter. Und wir brauchen dazu eine zweite blaue Tafel, die wir hoffentlich mitgebracht haben. Dann deaktiviert sich dieses Kraftfeld. Und wir können hier weitermachen. Ihr könnt die blaue Tafel auch selber herstellen mit 2 Kyanit-Einheiten und einem Ionenwürfel pro Tafel. Kein Problem. Und dann springen wir hier ins Wasser in diesen großen Tank und werden da vom Seeimperator begrüßt. Are you here? To play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Und hier wie einem riesengroßen Aquarium mit einer großen Artenvielfalt und wir springen hier mal runter. Also keine Angst, der Seeimperator macht uns nichts, wie ihr gemerkt habt. Und finden hier diese Seeimperatoreneier. Hier können wir einen Ionenwürfel einsetzen und jetzt haben wir auch gleich die Trophäe bzw. Errungenschaft erhalten. Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Dann, wenn wir hier so in eine Höhle schwimmen. The plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Holen wir uns hier noch von dieser Seekrone, die brauchen wir unbedingt dann für die Enzymherstellung.
Hier ist hier im Aquarium in einer Höhle versteckt. Und dann gehen wir hier auch wieder raus. Und zurück zum Krebs. Und dann könnten wir dort mal den Ionenwürfel einsetzen und gucken, was passiert. Zuerst kennen wir hier noch die Inkubatoren. Ja, hier geht wie eine Treppe hoch. Und hier können wir noch einen Ionenwürfel einsetzen. Das wäre dann jetzt der fünfte. My Yai need to hatch, to play outside this place. We have been here so long. The others built a passage to reach the world outside. I asked them for this freedom, but they could not hear me. If you help us, I will give you freely what the others tried in vain to take. Dann kommt der Seeimperator hier und bläst den Sand von diesem Teleporter weg, damit wir dann dort den Teleporter aktivieren können. Können wir auch noch scannen. Aquariumbogen. Und brauchen dann hier den sechsten, unseren sechsten Ionenwürfel. With the passage you've opened, my young can leave this place. But first they must feel the time is right and break free of their shells. This is what the others could not force from me. To you, I give the secret willingly. New blueprint acquired. Jetzt haben wir den Bauplan bekommen für die Enzyme oder für das Enzym zum Schlüpfen. Und zwar brauchen wir Augenstängelsamen, Seekronensamen, Pilzproben, Geisterkrautsamen und Lampenbuschproben. Die Lampenbuschproben, wie gesagt, in der Crush Zone beim Teleporter 4. Die Seekrone haben wir vorhin hier in der Höhle gefunden. Und die anderen drei Sachen, da werde ich noch ein Tutorial dazu machen. Okay, dann gehen wir hier zum Teleporter 5. Und der bringt uns zur Berginsel, zu der Vollstreckungsplattform. Und von hier aus könnt ihr dann zurück in eure Hauptbasis, die ja hier oben irgendwo sein wird. Ist jetzt nicht der schnellste Weg. Teleporter 4 wäre wahrscheinlich schneller, aber einfach hier zum Zeigen. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.